Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und so dachte ich mir, nehme ich euch heute einfach mal 24 Stunden, beziehungsweise einen Tag lang mit in meinen Ferien hier aus der Karibik. Und mal gucken, was wir so machen werden. Auf jeden Fall werden wir zu mehreren Stränden fahren. Und dann nehme ich euch mit, mal gucken auch, was wir für tolle Tiere sehen. Und. Also, ja, ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Lasst mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr Bock habt auf mehr Videos hier aus der Karibik. Vielleicht auch lustige Challenges. Immer her mit euren Ideen auch, was ihr unbedingt sehen möchtet oder so. Bei 11.000 Daumen nach oben gibt es nämlich die nächste Challenge für euch. Und die wird wahrscheinlich richtig cool oder vielleicht auch gruselig. Ich weiß ja nicht. Und schreibt mir mal gerne noch dazu, habt ihr schon Ferien? Also Osterferien? Oh, noch gar nicht. Oder wie lange habt ihr noch Ferien? Oder wie lange müsst ihr noch darauf warten? Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Seid Teil von Team Becky. Aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go! So Leute, und jetzt gehe ich eben frühstücken bei einer meiner liebsten Läden hier. Der sieht so ästhetik aus und auch das Frühstück und das Essen generell. Oh mein Gott, guck mal, wie schön die ganzen Bowls klingen. Oh mein Gott, das klingt so toll, oder das hier. Ah, ich glaube, ich werde mir das hier holen, weil das blau ist. Aber das klingt auch richtig lecker. Jungle Bowl. Ich habe mir alles in blau bestellt, wirklich alles. Meine Bowl ist endlich angekommen. Guck mal, wie schön die aussieht. So schön blau mit ein bisschen Obst, Granola und Kokosnuss. Und ja, dazu mein blaues Getränk. Passt so gut zusammen. Okay, Leute, mal gucken, wie es schmeckt. Mmh, das ist so lecker und die perfekte Erfrischung. Okay, mal gucken, wie das hier schmeckt. Schmeckt irgendwie nach gar nichts. Schmeckt nach Milch. Ich schmecke Milch. So Leute, und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen den Strand hier, weil der ist so schön, ehrlich jetzt. Hier gibt es so einen Bereich, da muss man aber bezahlen. Da kann man dann den Pool nutzen, da kann man sich auf die Liegen hinlegen, auf die Betten sogar. Es gibt einfach mal Betten am Strand. Ja Leute, ich finde das voll cool. Aber ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil, ja, ich wollte jetzt nicht noch extra Geld dafür bezahlen, aber es ist halt eine coole Sache einfach. Wenn man Bock drauf hat und so und einfach mal chillen möchte, ist es schon nice. Auch noch ganz viele kleine süße Läden. Da kann man so allerlei Souvenirs kaufen. Und hier geht der Strandabschnitt noch weiter. Man kann sich auch einfach mal spontan ein Tattoo hier am Strand machen. Auch richtig cool. An dem Strand war ich schon mal, aber der ist nicht ganz so gut. Man sieht nicht so viele Fische. Zwar leuchtet das Wasser total türkis, aber der ist nicht der schönste Strand. Weiter hinten gibt es nämlich einen Strandabschnitt. Der ist so viel besser. Da ist auch etwas weniger los. Und das Wasser sieht so klar aus, als würde das so aus dem Wasserhahn kommen. Man kann so auf den Boden gucken. Die Boote sehen sonst, würden die auf dem Wasser schweben. Nicht mehr normal. Was ich richtig cool finde, ist dieser Ort hier. Überall sind diese Schilder, Surfbretter. Da kommt richtig Stimmung auf. Das sieht so cool aus. Digga, wir hatten hier seine Schlappen gelassen. Warum hängen hier Schlappen? Und zwar laufen wir jetzt einmal komplett hier runter. Und hier sind so viele tolle Palmen. Und zum Glück mit weniger Kokosnüssen. Weil die Kokosnüsse machen mir echt Angst. Was ich richtig cool finde, sind diese Dinger hier. Kannst dich einfach mal da drunter legen. Einfach mal so ein Dach. Eigentlich kann man hier auch tauchen gehen, aber das traue ich mich nicht, Leute. Also so richtig tief tauchen mit einer Sauerstoffflasche und so, davor habe ich so Angst. Das traue ich mich absolut gar nicht. Oh mein Gott, da läuft Mr. Krabs rum. Okay, die Baustelle da hinten ist weniger schön, aber wir konzentrieren uns auf das Wasser, okay? Für mich sind alle Krabben hier Mr. Krabs. Aber hier sieht man auch richtig viele bunte Fische sogar. Oh mein Gott, das ist ein langer Fisch. Seht ihr den? Und da sind ganz viele Fische. Das ist ein ganzer Fischschwarm. Okay, Leute, jetzt kommen wir an einen Platz, wo ich ja sagte, hier ist das Wasser so klar, das ist nicht mehr normal. Und zwar hier. Da sind so viele kleine Fischis. Ich weiß gar nicht, ob man die erkennen kann. Ganz viele kleine. Oh. Hier sind sogar ein paar Korallen, sehe ich gerade. Oha. Ja, dann sind hier noch so ganz viele verschiedene Dive-Shops. Also man kann hier halt tauchen gehen und die organisieren so Touren. Ich wünschte, bei uns an der Nordsee wäre das Wasser so, ehrlich jetzt. Das ist stattdessen so braun und dunkel und kalt. So wunderschön. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich reinfalle irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
Daumen. Das ist nicht gerade niedrig, das Wasser. Das ist schon sehr tief. Hier, Leute, sieht das Wasser nochmal anders aus. Habe ich zu viel versprochen? Wenn die Sonne scheint, dann schimmert das so richtig und ist so richtig glasklar. Aber der Laubbläser stört gerade ein bisschen. Sorry, Leute. Hier muss jemand die Palmenblätter wegpusten oder so. Wunderschöne Laubbläsergeräusche hier. Yay! Jetzt kommt ja richtig Stimmung auf. Karibik-Stimmung. Sonnencreme auch natürlich nicht vergessen, ne? Sehr wichtig. So, und ich werde mich jetzt ein bisschen sonnen, wenig mein Buch weiterlesen. Das ist nämlich super spannend gerade. Und ja, dann geht es auch später weiter zum nächsten Strand. Leute, es ist so heiß, ich kann nicht mehr. Leute, hier ist sogar so heiß, hier schmelzen Gummibärchen, werden flüssig in der Tüte. Oh mein Gott, so yummy! Sabiendo que no estaremos juntos, ya, baby, no gano ni una. Vivo en mi corazón, porque en la vida yo no puedo, mi amor. Mami, no me utilice. So, Leute, kurzer Halt bei einem karibischen Supermarkt. Wir gehen jetzt mal eben kurz rein, um was Kaltes zu trinken zu holen, vielleicht auch ein Eis. Was ist das denn? Sowas habe ich noch nie gesehen, hä? Kann man die so essen oder braucht man dazu Milch? Oh doch, die sind sogar für unterwegs zum Snacken. Das Oreo-Eis sieht so gut aus. Und hier ist ein ganzes Süßigkeiten- bzw. Snackregal. Also es gibt keine eigenen, so richtigen karibischen Süßigkeiten zum Beispiel, sondern das ist einfach international. Hier findet man zum Beispiel Mao-Arm und Haribo. Wieder andere Süßigkeiten aus keine Ahnung woher. Oh, die sehen ja cool aus. Solche kleinen Delfine oder sind das Haie? Nee, Haie. Oh, ups. Wieso sieht der linke Hase so sass aus? Als würde er irgendwas im Schilde führen. Leute, andere Taki-Sorten. Crunchy Fajitas. Oh, das klingt nice. Leute, endlich am Strand angekommen. Der soll richtig schön sein. Und ja, da laufen wir jetzt eben hin und dann gucken wir uns das alles mal genauer an. Ich nehme jetzt auch noch mein Zeug hier mit, was ich vorhin gekauft habe. Und dann gibt es vielleicht auch noch eine Candy Challenge. Becky's Candy Challenge. Wow, wie schön sieht das denn hier aus? Wow. Meine Strandkatze. Oh, das sind ja zwei. Auf jeden Fall ist der Strand mega. Ich habe mir jetzt ein schattiges Plätzchen gesucht. Auch eins, wo ich eine Candy Challenge machen kann. Und ich finde, das Licht sieht gerade mega aus auf dem Meer. So, seid ihr bereit für Beckys Candy Challenge? Ich hoffe ja, denn es gibt jetzt einen Haufen Snacks. Und so das Erste, was ich unbedingt probieren will, ist das hier. Oh mein Gott, das ist so weird, vor allen Leuten hier zu filmen und eine Candy Challenge zu machen am Strand. Wie weird ist das denn? Die sehen mir irgendwie so aus wie diese Zucker-Cornflakes von Frosties. Die schmecken so pappig. Kennt ihr das, wenn man zu lange Chips offen lässt? So Pombeeren und so, dann schmecken die so richtig pappig. Ja, das wären Delfine, aber es sind Haie. Und die Verpackung sieht echt cool aus. Woher sind die eigentlich? Nicht wegfliegen, Jungs. Ich brauche euch noch. Aus Guatemala sind die. Ich wünschte, ihr könntet das mal durch die Kamera anfassen. So schwabbelig. Die sind richtig lecker. Wow. Und ich fühle mich beobachtet, weil ich werde gerade von irgendeiner Gruppe Leute auf der anderen Seite beobachtet. Auf jeden Fall habe ich noch so die Pinguine geholt. Ich glaube, die schmecken so ähnlich. Ich höre die ganze Zeit so ein Mauzen hinter mir. Auf jeden Fall ist hier so ein kleiner Pinguin. Erkennt man kaum. Auf jeden Fall sind die super lecker. Die schmecken extremst nach Cola. Dann habe ich mir noch solche Tic Tacs Tropical Edition geholt. So was haben wir gar nicht bei uns, ne? Mit Banane, Maracuja, Ananas. Das steht auch neu. Die schmecken ein bisschen Ananas und Banane, Leute. Tatsächlich. Oh mein Gott, die sind voll lecker. Mmh. Jetzt kommen wir mal zu diesen Chips hier. Die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Oh, die schmecken so lecker. Aber extremst nach Barbecue. Wo schmeckt das bitte nach Taco? Und jetzt kommen wir zu meinen Takis. Ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, Leute. Ich will unbedingt wissen, wie die hier schmecken. Ich habe noch nie diese Sorte hier gehabt. Mmh. Schmeckt lecker, aber nicht so wie das Original.
Schmeckt auch nicht so extrem süß, sondern wirklich so wie Kokosnusswasser. Da sind auch Kokosnussstücke drin. Ja, und jetzt will ich noch ein bisschen chillen und dann laufen wir am Strand entlang. Guck mal, wie süß die jetzt hier am Strand liegt. Und da hinten ist noch eine. Die liegt auf der Liege. Habt ihr auch Haustiere, Leute? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr für Haustiere haben. Oh, wie hell das hier einfach mal ist. Die Sonne blendet richtig. Aber seht ihr auch den Fels? Wow. Und dann das türkisblaue Wasser. Oh, hier ist eine kleine Höhle. Man kann sich hier fast schon drin verstecken. Guck mal auch, wie weiß der Strand hier ist. Das soll auch einer der schönsten Strände hier sein. Wurde auch irgendwie ausgezeichnet. Also muss es ja was ganz Besonderes hier sein. Vielleicht finde ich hier auch sehr schöne Fische oder so. Weil angeblich soll das hier auch super geeignet zum Tauchen sein. Also ja, ich liebe es immer hier so bunte Fische zu sehen und all sowas. Nur der Nachteil ist, hier sind super viele Steine und es tut richtig weh. Ich sag's euch, das ist noch nicht mal übertrieben. Das tut richtig weh. Normalerweise muss man hier auch für die Liegen bezahlen und man muss Eintritt bezahlen. Eintritt sind 6 Dollar und pro Liege 3 Dollar. Was eigentlich in Ordnung ist, weil die halten halt den Strand auch sauber. Aber es ist halt nicht kostenlos. An den meisten Stränden muss man halt die Liege bezahlen, aber die Strände selber sind kostenlos. Also du kannst einfach hingehen, dein Handtuch hinwerfen und dann am Strand abhängen. Angeblich so Höhlen. Solche Höhlen, die man besichtigen kann. Ich weiß nicht, ob ich das mal machen soll. Soll ich das machen, Leute? Lasst mal unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr meint, ich soll mal diese Höhlen besuchen hier. Die sollen auch mega sein, aber davor habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so ein bisschen ja, Angst habe vor kleineren Räumen. Naja, okay, so klein sind die nicht, aber ich weiß nicht. Ich fühle mich da nicht ganz so sicher drin, aber die sollen wohl sicher sein. Es gibt auch Touren und so. Soll ich das machen? Ich weiß nicht, Leute. Lasst es mich mal gerne wissen. Hier ist einmal ein Loch. Da lebt ein Krebs drin, der kommt manchmal raus, aber gerade verkrümelt er sich. Und hier ist ein Riesenloch. Was lebt da für eine fette Krabbe drin? Mr. Krabs, komm raus! Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. So Leute, ich bin jetzt beim letzten Strand angekommen für heute und ich zeige euch den mal. Der sieht richtig schön aus. Ich hoffe, der sieht immer noch so türkis aus, aber der ist richtig toll. Normalerweise ist der Strand richtig türkis, locker wie der andere, aber dadurch, dass die Sonne jetzt langsam immer mehr untergeht, kommt das gar nicht so gut rüber, aber das ist mit Abstand eines der schönsten Strände hier. Hier sind immer super viele, auch ganz viele, die hier wohnen und die machen hier Fotos. Also hier ist immer normalerweise richtig viel los. Und hier habe ich übrigens auch mein Schwein letztens gesehen, mein Strandschwein. Normalerweise gibt es einen anderen Strand mit Strandschwein. Dort habe ich nie eins gesehen, aber dafür hier. Oh mein Gott, der kann sich richtig gut festhalten. Ah, der Leib! Oh mein Gott! Guckt ihn euch an! Oh mein Gott, er ist riesig! Und da habe ich gleich wieder eine Krabbe entdeckt. Die ist so weiß wie der Sand. Ich weiß nicht, ob man ihn erkennen kann, Leute. Der ist so weiß wie der Sand. Der ist ganz schnell. Da, da, Mr. Krabs. Oh, der ist weg. In sein Loch verschwunden. Es wurde hier gebaut. Ich sehe so viele Sandburgen. Wer hat auch immer eine Sandburg gebaut, der macht mal jetzt ein Burg-Emoji unten in die Kommentare. Also ich habe auch immer Sandburgen gebaut, aber längst nicht so schöne. Die waren eher ein bisschen hässlich. Und ich habe mich immer eingebuddelt. Leute, das ist so traurig. Da hinten ist eine ganze Hundefamilie. Das ist so sad. Guck mal, so viele Welpen. Was ich aber immer ein bisschen traurig finde, ist, dass es hier so viele Straßenhunde gibt. Also es ist schon weniger geworden als letztes Jahr, würde ich sagen, aber es sind immer noch zu viele. Also hier am Strand läuft einer zum Beispiel rum, ich glaube, der hat kein Zuhause. Da hinten sah man eine ganze Familie, eine Hundefamilie, also so eine Mami mit ganz vielen Welpen. Das hat mir echt im Herzen wehgetan. Also
Ja, die haben echt so ein Problem hier mit Straßenhunden, was mich wirklich traurig macht. Aber auch die ganzen Katzen hier. Ich habe diesmal ultra viele Katzen gesehen. Beim letzten Mal nicht, aber diesmal schon. So Leute, jetzt geht's zurück, denn die Sonne geht langsam unter. Oh, wie süß. Guckt das euch einfach mal an. Wie süß die einfach mal sind. Oh. Genug Schweine für heute. Ich habe gleich ganz viele gesehen. Ich dachte, ich werde keine mehr sehen. Aber ich habe sie noch gesehen und... Leute, no way, da ist Megan. Was macht die hier? Leute, da ist Megan. Oh mein Gott, was macht die hier? Was steht die da? Leute, was steht sie da? Was will sie von mir? Da, wo du bist, bin ich auch. Nein, 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 nein. Ich pass auf, dass dir nichts passiert. Vertrau mir. Lass dich nicht alleine. Nie wieder. Egal, wohin du gehst, dort gehe ich auch hin. Leute, ich bin jetzt wieder zurück, aber ich weiß nicht, ob Megan mich irgendwie verfolgt hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist und was sie verdammt nochmal von mir will, aber die ist überall da, wo ich bin. Was ist das langsam? Das macht mir echt Angst. Ich habe das Gefühl, die beobachtet mich.